Biberbapsilein. Ja, mein Bandilein. Das war nicht Herr Krause vom Nachbarhause, sondern Raimund, den wir doch noch in Rom wähnten. Er rief aus der Telefonzelle ganz in der Nähe von Barbaras Wohnung an. Überraschung! Offenbar muss sie eine solche Krisensituation schon mehrmals gemeistert haben. Denn sie blieb ganz ruhig und gab strikte Anweisungen. Schnell anziehen und auch die Schuhe. Nur 2 Gläser und 2 Bierflaschen auf dem Tisch. Mhm. Den Rest schnell unter die Spüle in die Küche. Ja. Fenster auf! Ja. Du setzt dich wie ein normaler Gast in den Sessel. Mhm. Wolltest du nur mal reinschauen, ist klar, ja? Ja, natürlich. Ich blockiere schon mal den Fahrstuhl. Dann muss er Treppen steigen. Wir gewinnen Zeit. Gute Idee. Wisch dir den Lippenstift vom Gesicht. Ja. Er darf an dir nichts von mir riechen. Locker bleiben, locker bleiben. Bin ich doch. Inzwischen hatte sie sich angezogen, das Bett gemacht und die Tagesdecke rübergezogen. Eine perfekte und routinierte Seitenspringerin. Biberbapsilein. Ja, mein Bandilein. Babsilein. Ja. Du Süßes. Oh.